Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Messungen. Letztes Mal haben wir Leistungen gemessen. Dieses Mal sprechen wir darüber, wie wir Widerstände messen können. Wir kennen ja ein grundlegendes Gesetz der Elektrotechnik, das Ohmsche Gesetz. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber das ist wichtig. Ohmsches Gesetz haben wir gesagt, U ist gleich R mal I, ja, das war das, R mal I. Wir können Ströme messen, wir können Spannungen messen. Ja. Wenn wir dieses hier umformen, steht da R ist gleich U dividiert durch I. Ja. Wenn ich also den Strom und die Spannung an einen Widerstand kenne, kann ich auf den Widerstandswert zurückrechnen. So, ich habe da also einen Widerstand R. Und ich habe da ein Messgerät. Ein Ohmmeter. Wie macht es das? Ja. Meistens funktioniert es so, oder es gibt zwei unterschiedliche Varianten. Variante 1, ja. Anlegen einer bekannten Konstanten Testspannung. Da liegt der Spannung an und dann schaut er, also da ist praktisch der das U, ja. Das ist der R da, ja. Und dann rinnt der Strom I durch. Der legt praktisch ein U an und messt dann das I. I wird gemessen. Dann habe ich U, weil das habe ich ja angelegt, das habe ich gewählt und angelegt. Dann habe ich I, das habe ich gemessen. Also, daraus ergibt sich R. Nach dem Ohmschen Gesetz. Okay. Zweite Möglichkeit, die ich habe. Anlegen eines bekannten konstanten Teststromes. Also jetzt zweite Möglichkeit, ich schicke den Strom durch und U wird gemessen. Daraus ergibt sich R. So geht es. Diese zwei Möglichkeiten habe ich. Mein tolles Messgerät, das macht es so nach der ersten Variante. Das liegt ungefähr 0,3 Volt an, habe ich in der Betriebsanleitung gelesen, und dann messt es. Also hier habe ich unseren Widerstand, BIC. Hier habe ich die zwei Eingänge. Und da steht auch oben dabei, also da steht nicht nur V, sondern da steht auch oben dabei bei den Aneingang. Das heißt, das ist auch mein Ohmmeter. Ich muss halt einfach da weiter drehen auf Ohm. Ja. Und dann treibe ich das Licht auf. Da sind wir schon, Overload. Ja, ist logisch. Ja. Schauen wir mal, was wir da zusammenbringen. Zack, auf der einen Seite verbunden. Zack, auf der anderen Seite verbunden. Ja, komm her.
auf der anderen Seite verbunden. Jetzt liegt da dazwischen die Messspannung an, ja, und er messt den Strom durch und berechnet daraus den Widerstandswert. Da steht jetzt 9,99 Kiloohm. Das ist nicht schlecht, weil ich habe einen 10 Kiloohm Widerstand verwendet. 9,99 Kiloohm. Da ist jetzt wurscht. Ja. Da ist wurscht. Mal es umdrehe. Ja. Weil der Widerstand hat in beide Richtungen seine 9,99. Ja. Passt also. Da habe ich einen zweiten Widerstand. Den können wir auch messen. Sollte auch für sich der gleiche sein, weil es ist der gleichen Schachtel. 9,995. Aha, Widerstände haben nämlich eine gewisse Toleranz. Ja? Widerstände kann man nicht hundertprozentig genau fertigen, die haben eine gewisse Toleranz, aber auch ungefähr 10 Kilo. Ja? Und jetzt machen wir parallel schalten und pass auf, das probieren wir aus. Da sollten ja eigentlich 10 Kilo und 10 Kilo parallel, sollten nur mal die Hälfte sein, sollten wir eigentlich 5 Kilo rauskriegen. Schauen wir, ob der das weiß überhaupt. Ja? Ob dieses Messgerät das irgendwie weiß, ob das so ist. 4,98, 5 Kilo, passt. Ja. Das ist tatsächlich so, zwei Widerstände parallel sind kleiner. Ja, behaupte ich nicht immer nur, kann man auch messen. So, jetzt wissen wir, wie das geht. Ja. Wir haben da die Widerstände gemessen, die sind einfach nicht eingebaut. Da funktioniert das. Ja. Wenn wir eine fertige Schaltung haben, ja, und die schaut zum Beispiel so irgendwie aus, Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand, ja, und dann habe ich da draußen vielleicht einen R1 und einen R2. Und ich möchte den R2 messen. Ja. Der will mir nicht einfach reinhängen mit dem Ömchen, mit dem Ohmmeterchen da, und kann mich da verbinden gemütlich. Ja. Ja. Da messe ich nämlich nicht R2. Ja. Da messe ich den Widerstand zwischen diesem und diesem Punkt. Ja. Und der Widerstand zwischen diesem und diesem Punkt ist einmal das R2. Okay, das will ich wissen. Aber auf der anderen Seite, da rennt sie auch um. Ja. Und wenn der dir die Messspannung anlegt, da auch die Messspannung. Und da ist auf der anderen Seite ist R1 und RI in Serie. Und ich habe auf einmal eine Parallelschaltung von R2 und R1 und RI. Ich messe nicht den R2. Das muss mir bewusst sein. Wenn ich wirklich nur den R2 messen will, muss ich da hier öffnen. Dann messe ich ihn schon. Aber sobald da praktisch, dann messe ich den zweiten Zweig nicht. Weil eigentlich kann ich mir das ja vorstellen, dass das so ausschaut. R2. Und da drüben habe ich R1, da ist die zweite Seite, dann habe ich RI, ja. Dann habe ich meine Spannungsquelle, so schaut das aus eigentlich, und da messe ich, wie wild. Ja. Ja, dann messe ich natürlich den Widerstand zwischen hier und hier, und das ist da ein Parallelschalter. Also da ist R2 und da ist eine Serienschaltung und die zwei sind parallel. Also ich messe den Gesamtwiderstand des Netzwerkes. Ja. Also aufpassen. Ich kann mich nicht einfach irgendwo in einen eingeschalteten, in eine Schaltung hineinhängen und glauben, ich misse genau den Widerstand, wo ich mich dranhänge. Da müssen wir unser Wissen auspacken, ja, wenn wir wissen, wie die Schaltung da drin hängt. Entweder bauen wir Widerstand aus, dann messen wir. Ja. Oder ich muss da irgendwie herumrechnen. Okay? Kennen wir ja mittlerweile. Widerstandsmessung. Widerstandsmessung. Das nächste Mal sprechen wir. Wir haben schon mal gehört, wir verfälschen unser Messergebnis mit der Messung. Ja. Das nächste Mal reden wir genau über solche Fehler. Ja. Wir reden. Welche Fehler können denn beim Messen passieren? Ja. Sei es so systematische Fehler wie das da, dass man einfach was Falsches messt oder so. Das wollen wir nicht betrachten, sondern einfach Fehler, die beim Messen selbst wenn ich alles richtig anschließe, was kann da passieren? Da reden wir das nächste Mal drüber.
für dieses Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.